Sie ist noch immer gefragt bei den Autogrammjägern, Weitsprunglegende Heike Drechsler. Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk und der Tennisclub Schwarz-Gold haben zum dritten Talk im Club geladen und die Prominenz aus Sport und Politik ist zahlreich gekommen. Thema diesmal die anstehende Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Die Gesprächsrunde bietet eine Möglichkeit zum Dialog zwischen Sport und Politik, wie sie in diesem Rahmen wohl einmalig ist. Das Format in diesem Jahr war großartig. Wir haben das sehr kompakt mit 90 Minuten gehabt, hier in der Räumlichkeit auch mit fast 100 Gästen. Großartig, dass alle Gäste, die ich angefragt habe, Heike Drechsler, Professor Petzold, Frank Kowalski und Dr. Meng, dass die natürlich hier in so einem engen Raum sehr offen gesprochen haben. Sehr offen legt auch Organisationschef Frank Kowalski seine Vision von der Leichtathletik-EM dar, die ein ganz besonderes Ereignis für die Hauptstadt zu werden verspricht. Ja, die Europameisterschaften werden ein bisschen anders aussehen als die Europameisterschaften vorher. Wir haben ein sehr kompaktes Programm im Stadion. Wir werden eine zweite Veranstaltungsstätte in der Innenstadt aufbauen. Wir werden alle Siegerehrungen der Innenstadt durchführen, Qualifikationswettkämpfe, Start und Ziel der Straßenwettbewerbe. Das werden wir hier in Berlin eine Woche bespielen. Wir wollen die Leichtathletik reintragen in die Stadt. Schnell verlagert sich die Diskussion hin zu allgemeineren Themen wie Strukturen im Leistungssport, Nachwuchsförderung und mediale Aufmerksamkeit abseits von König Fußball. Bei allen neuen Konzepten ist ein Weg zum Erfolg aber noch immer der gleiche geblieben. Dieses Brennen und dieses Arbeiten natürlich auch für eine Sache, diese Leidenschaft zu entwickeln, ne? Das sind halt Ausnahmen, die dann nach vorne brechen und dann in der Spitze auch wirklich erfolgreich sind. Ich denke, da gibt es leider ein bisschen zu wenig und ich denke, man muss halt kämpfen, um was zu erreichen und das ist halt nach wie vor so, man muss arbeiten, man muss dranbleiben, am Ball bleiben und natürlich auch mit einer gewissen Freude und mit einer gewissen Leidenschaft das ausüben. Nur so kann man natürlich am Ende erfolgreich sein. Und genau hier sieht auch CDU-Politiker Professor Dr. Martin Petzold eine wichtige Vorbildfunktion des Sports. Die Hochleistung erreicht man ja nur, wenn man leistungsbereit ist. Wenn man bereit ist, die letzten 2-3% auch rauszuholen, um damit eben auch langfristig erfolgreich sein zu können. Erfolgreich ist für Gastgeber Christian Schenk auch der dritte Talk im Tennisclub Schwarz-Gold. Für ihn das wichtigste Fazit des Abends: Hat Leichtathletik eine Perspektive? Wir müssen im nächsten Jahr über 240.000 Leute ins Stadion locken. Rausgekommen ist, glaube ich, ja. Rausgekommen ist aber auch in der Gesprächsrunde, dass wir für die Eltern von Kindern, die vielleicht Hochleistungssport schaffen, nicht so die idealen Voraussetzungen haben, dass sie mit sicherem Herzen sagen, mein Kind soll Hochleistungssport machen. Es gibt also weiterhin Gesprächsbedarf zwischen Sport und Politik. Für 2018 also vormerken, erst Leichtathletik-EM, dann der vierte Talk im Club.